meine Lieben und willkommen zurück auf Charlika. Heute gibt es Kentucky Fried Chicken, aber special, nämlich auf Keto-Weise, also Keto Fried Chicken. Und kommt mal her, ich zeige euch, was wir brauchen. Wir brauchen 3-mal filetierte Hähnchenschenkel und 6-mal Hähnchengeflügel. Und für die Panade brauchen wir 150 Gramm Cheddar, 4 Esslöffel gemahlene Mandeln, 2 Esslöffel Kokosmehl, 1 Esslöffel Knoblauchpulver, 1 Esslöffel italienische Kräuter, 1 Esslöffel Pfeffer, 1 gestrichenen Teelöffel Kokosflocken und 1 gestrichenen Teelöffel Chili-Pulver. So. Und für die Panade brauchen wir natürlich auch noch 2 Eier. Die werden wir jetzt aufschlagen. Und dann müssen wir die Eier miteinander verquirlen. Denn da kommt gleich unser Hähnchen rein. Und dann mischen wir hier die Panade zusammen. Und dann kommt dann das Hähnchen schließend da drauf und dann auf den Rost. So, jetzt vermischen wir das hier. Bevor ich natürlich mit der Panade anfange, muss ich das Fleisch erstmal salzen. Dafür nehme ich mir eine große Schüssel und lege das Fleisch in die Schüssel rein. Dann nehmen wir circa 1 Esslöffel Salz für das Fleisch. So, dann vermischen wir das. Als nächstes brauchen wir ein Grillrost und darunter ein Backblech mit Backpapier ausgelegt, denn wenn wir jetzt gleich das hier vorbereiten, wird nämlich der Käse runtertropfen und damit das Backblech nicht so dreckig wird, brauchen wir das Backpapier hier. So, wir nehmen uns jetzt ein Stück Fleisch und wenden das im Ei. So. Und dann kommt das hier auf unsere vorbereitete Panade. Und dann legen wir das hier auf das Grillrost und das machen wir jetzt mit allen Stücken. Genau, so sieht das Endergebnis aus. Ich hatte total vergessen zu erwähnen, dass es ja zu unserem Keto Fried Chicken noch einen Zucchini-Auflauf geben wird. Ich zeige euch mal, was wir dafür brauchen. Guck mal hier, Baby. Wir brauchen 4 Zucchinis, das sind ungefähr 1 Kilogramm. Dann brauchen wir 180 Gramm körnigen Frischkäse, 80 Gramm Mozzarella, 3 Esslöffel normalen Frischkäse. Für die Soße brauchen wir 200 Gramm passierte Tomaten, 1 halben Teelöffel Pfeffer, 1 halben Teelöffel Salz und 1 halben Teelöffel italienische Kräuter. Die können wir eigentlich schon direkt hier mit reingeben. Das brauchen wir gleich später noch. Aber dann ist das schon mal gleich erledigt. Und dann müssen wir das gleich einmal umrühren. Jetzt werde ich euch zeigen, wie wir die Zucchini schneiden müssen. Und zwar schneiden wir die Enden erstmal ab und zur Seite und dann schneiden wir ganz dünne Streifen. Thank you.
nächsten Schritt müssen wir die ganzen Zucchinis noch anbraten. Dann nehmen wir etwas Olivenöl und braten die gleich an. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass die Pfanne schön heiß ist. Und ich merke gerade, dass die Pfanne noch nicht heiß genug ist, oder doch? Doch, da zischt es schon. Wir müssen die übrigens braten, damit die sich gleich besser rollen lassen. Weil so in dem normalen Zustand sind die zu steif. Da kriegen wir die nicht gerollt und dann brechen die einfach durch. Wenn die Stücke dann fertig gebraten sind und ihr seht, dass die nicht mehr so steif sind, sondern so wabbelig sind, dann legen wir die hier auf ein Küchentuch zum Abtropfen. Als nächsten Schritt werden wir jetzt die Füllung vorbereiten. Wir nehmen dafür den körnigen Frischkäse, die Mozzarella, den Frischkäse hinzufügen und die Kräuter, die wir bereits vorbereitet haben. Und das vermischen wir jetzt. Als erstes kommt hier die Soße rein. So, verteilen die schön in der Auflaufform. Weil gleich kommen dann die Zucchini-Röllchen hier oben drauf. Legen uns die Zucchini hier hin. Und jetzt gehen wir von der Füllung immer so einen kleinen Klecks hier so drauf und verteilen das auf der Zucchini. So, dann drehen wir uns das einmal so um und dann fangen wir an, das einfach einzurollen. So. Und dann setzen wir das in die Auflaufform rein. Und das machen wir jetzt mit dem Rest von dem Zucchini. So, jetzt streuen wir Mozzarella etwas drüber. So, und dann muss das nur noch in den Backofen. Als erstes schaut euch an, was wir hier kreiert haben. Einmal das Chicken, Keto Fried Chicken und die Zucchini Rolls. Als erstes packen wir das Chicken für eine halbe Stunde rein. Nach 15 Minuten kommt dann auf ein anderes Blech der Auflauf mit rein. Nur dass ihr jetzt schon mal Bescheid wisst, wie der Ablauf jetzt sein wird. Genau, wir packen das jetzt erstmal auf die mittlere Schiene und später, wenn wir den Auflauf mit reinpacken, dann kommt das hoch und das kommt dann nach unten im Backofen. Super. Sieht sehr lecker und crunchy aus. Lass uns probieren. Erstmal fange ich mit dem Chicken an.
Erstmal mit Chicken. Okay. Machen wir ASMR so. Au, das war nicht Chicken. Das war dein Kiefer. Ja. So crunchy. Let's try unsere Peasy Zucchinis. Ja? Lecker, lecker. Also nur weil man Keto macht, bedeutet das nicht, dass man nicht gut essen kann. Ihr seht ja selber. Ne? Da braucht man Chicken gar nicht frittieren. Das Gute an dieser Technik ist, dass es auf dem Grillrost liegt und von allen Seiten quasi gegart wird. Also es liegt nicht direkt auf dem Blech drauf und so kann es nicht matschig werden. Ja. Weil meistens ist es ja so, dass dann dieser ganze Saft quasi unten sich sammelt auf dem Backblech und dann wird das so matschig. Aber so mit dem Grillrost oben ist es halt super. Wenn euch bis jetzt unser Content gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und wenn euch dieses Rezept auch gefallen hat, auch gerne ein Like. Und wenn ihr es nachgekocht habt oder ihr findet, dass es mal eine tolle Inspiration für ein Keto-Rezept ist, dann dürft ihr uns das auch gerne kommentieren. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!